die ich auch nutzen kann, sei es jetzt für private Zwecke, sei es jetzt für den Rechner, sei es jetzt für YouTube selber, neues Equipment kaufen. Ich habe wirklich dann mehr oder weniger Bock drauf. Das ist dann halt mehr so das, was ich machen möchte. Ich möchte was Handfestes machen und möchte halt wirklich arbeiten dafür. Kein Problem. Ich kann auch sagen, ey, ich setze halt alles auf eine Karte und nehme mir halt die Zeit, die ich brauche für YouTube und versuche damit mein Glück. Aber erstens, Let's Player-Szene ist ziemlich überfüllt. Ich merke da jetzt keinen Absacker in der Richtung. Sondern ich merke da noch mehr Aufschwung. Ich glaube, es gibt immer noch viele, viele Leute, die sich davon was versprechen. Ich verspreche mir davon gar nichts. Ich mache das einfach nur aus Spaß heraus. Und ich freue mich über jeden, wirklich über jeden Aufruf, der halt getätigt wird. Ich bin jetzt nicht so einer, der denkt, ey, damit kann ich richtig fette Kohle machen. Erstens, das macht keinen Sinn. Für Let's Player zumindest. Andere Nischen, weiß ich jetzt nicht. So, aus Sicht von vielen Leuten ist halt Let's Play machen das einfachste der Welt. Wobei React-Videos, wo wir gerade noch bei dem Thema waren, ist aus meiner Sicht noch ein Stückchen einfacher. Dafür braucht man nämlich nicht unbedingt eine Facecam. Sondern man kann halt einfach auch sowas machen. Sich halt eben kurz ein kostenloses Videoprogramm runterladen, OBS, hust, was ich halt benutze. Und halt ein Mikro, irgendwie ein Handy-Mikro oder sonst was zusammen. Und das halt eben zusammenschneiden mit einem Billigprogramm. Das kann man bei Let's Plays auch genauso machen. Man kann sich auch OBS nehmen und kann halt das Videomaterial halt sich daraus capturen und kann das halt auch zusammenschneiden und so weiter und so fort. Ich sage jetzt auch nicht, dass es gerade das Schwerste auf der Welt ist. Das ist es nämlich nicht. Aber darauf will ich auch gar nicht hinaus. Ich mache das aus Spaß an der Sache. Dementsprechend, ich verdiene mehr oder weniger hiermit keinen Cent. Nicht nur mehr oder weniger, ich verdiene hiermit kein Geld. Das sieht man jetzt an den Let's Plays von Zelda. Die sind urheberrechtlich, ich sag jetzt mal, das Material ist urheberrechtlich so geschützt, dass ich damit keinen einzigen Cent verdiene. Habe ich kein Problem mit. Wird mir halt nur jedes Mal, jedes Mal veröffentlichen und jedes Mal hochladen von einem Video, wird mir gesagt, ey, urheberrechtlich geschützte Sachen sind in deinem Video. Möchtest du dagegen vorgehen oder möchtest du es lassen? Weil wenn ich es lasse, dann wird dagegen eh nichts gemacht. Wenn ich jetzt sage, ey, das ist mein Material, was hier angeblich urheberrechtlich geclaimed ist, das ist dann schon wieder was anderes. Ich möchte halt einfach keinen Stress mit Nintendo. Weil das nützt mir rein gar nicht. Dann könnte ich auch sagen, ey, ich gehe direkt auf die Brigaden und gehe gegen ganz YouTube vor. Aber das nützt mir erstens nichts. Ich spiele die Spiele, ich zeige damit halt den Content, den man daraus halt ziehen kann, und solange jetzt nicht Nintendo kommt und sagt, ey, wir sperren deine Videos und sagen, ey, Community Strike oder sonst was, ist mir das relativ Wumpe. Ich möchte damit kein Geld verdienen, ich mache das halt hobbyweise, und für mich ist es so lange ein Hobby, bis ich damit Geld verdiene. Mehr oder minder. Also es gibt jetzt auch Hobbys, damit kann man Geld verdienen ohne Probleme. Nur wenn man damit wirklich viel Geld macht, geschweige denn wirklich Geld macht, was man halt auch wirklich dann spürbar was verändert, dann ist es für mich schon mehr oder weniger Arbeit. Es spricht jetzt auch nichts dagegen, aus einem Hobby einen Beruf zu machen. Das mache ich ja selber, weil ich war schon immer an Computern interessiert, deswegen mache ich den Fachinformatiker auch und halt später mal. Ja. Es hat nichts gegen zu sagen. Kann ja jeder so handhaben, wie er Bock hat. Hi. Nur hereinspaziert, Reisender. Fühl dich wie zu Hause bei uns in Kakariko. Göttin hat unser Land gesegnet, deshalb gibt es hier viel Tiere und Pflanzen. Unsere Zutaten stammen auch alle von hier. Zum Kochen nur die allerhöchste Qualität. Nimm die Sachen ruhig einmal in die Hand oder kann ich dir anderweitig helfen? Kaufen sie auf? Worum handelt es sich denn? Ich möchte hier einfach mal ganz kurz die ganzen Edelsteine loswerden. Diamant 500.
Das ist halt so die Sache, ich möchte mir halt jetzt nicht jetzt wirklich ein Ziel vor Augen nehmen mit, ey, ich kann damit wirklich sowas erreichen, dass ich kann damit halt wirklich was erreichen, dass ich mein Leben damit verändere. Das möchte ich nicht. Also schon wär schon irgendwo geil, sich jetzt hier wirklich jeden Tag hinzusetzen, so gut wie Freizeit zu haben und zu sagen, ey, ich nehme für 1, 2 Stunden ein Video auf, schneid das in die gerechten, mundgerechten Häppchen und sag dann, ey, willkommen zu dem nächsten Part von The Legend of Zelda. So, so ist in der Richtung. Da sehe ich jetzt zwar auch Sinn drinne, man kann da einen Sinn drin sehen. Und es hat auch Sinn, sonst würden es nicht viele Leute machen, aber ich möchte das einfach nicht. Ich habe da nicht so gerade so Bock drauf. So, dann haben wir jetzt schon mal 2537. Was ist, wenn ich das alles verkaufe? Wie viel wäre das wert? 1147. Die Moblin-Herzen sind schon mal 50, aber das ist mir immer noch zu wenig. Mal gucken, was ich noch so verkaufen könnte. Die Raktorkerne werden halt wirklich 320 Rubine, aber das macht das jetzt auch nicht gerade dick. Das macht das. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. 20, das sind auch schon wieder 100. Das wären 160. 176 wären das. Das wären 96. Das wären einfach 20. Ich könnte auch mal drauf losverkaufen. Das sind ja so Materialien, die kriegt man dann immer wieder. So, komm hier. Abgemacht. Ich verkaufe einfach nur erstmal. Vielleicht kriege ich ja gerade so die Summe zusammen. Das wären 176, nicht 196. 196, das war gerade ein bisschen kernbehindert. So, dann haben wir hier nochmal 50. Dann sind wir bei 2910. Ich möchte zumindest schon mal das Haus fertig machen, weil Traum von Eigenheim ist super. Damit hätten wir 50, damit hätten wir. Machen wir. Hier ist das. Passt. Da haben wir noch 6 Rubine so als Reserve. Reserve. So, danke, das war's. Oh, das habe ich jetzt nicht vorgelesen. Das war gerade alte Gewohnheit. So, 3006 Rubine. Das wären. Ja. Gut, dann würde ich sagen. Auf nach Hattenow und dann kaufen wir schon mal das Eigenheim. Da werden uns auf jeden Fall noch höhere Unsummen entgegenkommen, die wir dann halt in den nächsten Parts mal stemmen werden. Wie halt, es gibt halt Waffen. Das werden wir alles gleich sehen. Ja. Ich hoffe, ihr habt meinen Standpunkt so weiter klar bekommen. Ansonsten tut es mir leid, wenn ich mich wieder im Kreis drehe. Ihr könntet auch mal, weiß nicht. Also, wer YouTube machen möchte und das halt zusammen zu seinem Beruf machen möchte, kein Problem. Für mich ist es halt weiter ein Hobby. Ich habe da Bock drauf, zwischendurch mal sich mal ein paar Stunden hinzusetzen, was zu machen und auch eventuell mal nebenbei noch was zu machen. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, aber es kommt noch ein Let's Play zu Injustice 2, kann ich schon mal sagen. Und ein Let's Play zu. Ne, Planet Coaster nicht. Das möchte ich erstmal privat ein bisschen anzocken, um zu gucken, ob das überhaupt was nützt. Ich könnte auch sagen, ich kündige ein ziemlich altes Let's Play von. Was war das? Ich guck mal ganz kurz, tut mir leid. Das ist wieder ziemlich super, dass ich mich vorbereite. Ich hoffe, man hört die Maus nicht, ansonsten. Es gibt von City Skylines habe ich noch 4 Videos und die könnte ich auch raushauen, aber das nützt mir eher wenig, weil ich da gerade nicht so hinterhänge. Das überhaupt. Also, generell. Let's Plays, die ich halt beendet habe, sind halt Arkham City, die wir halt alle auf dem Kanal hatten. Was ich zumindest jetzt erstmal anfangen möchte, ist Injustice 2. Das wäre halt so das nächste, was ich anfangen möchte, neben Breath of the Wild weiterhin. Das heißt, ich sage jetzt mal beispielsweise, Breath of the Wild kommt jetzt bis jetzt immer 18 Uhr ungefähr, weil das habe ich einfach mir gedacht, da habe ich halt immer Feierabend, wird da passen.
Vielleicht setze ich das auf 14 Uhr oder auf 12 Uhr und setze dann Injustice auf 18 Uhr. Das wäre halt eine Möglichkeit, aber dann halt nicht kommende Woche, also nicht ab dieser Woche hier, sondern ab nächster Woche. Ja. Im Ernst? Du gibst mir 3000 Rubinen, ja? Du stehst zu deinem Wort, natürlich. Ich zahle. Nicht zu glauben. Einfach großartig. Na dann. Dann lass mich hier die Rubine abnehmen, die sind doch sicher schwer. Die Firma dankt. Ich muss schon sagen, in deinem Alter so viel Geld für etwas auszugeben, das hat schon was. Ich hab noch eine Waffenhalterung mit draufgelegt. Wollte eh keiner kaufen. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Und worum beschäftige ich mich jetzt als nächstes? Ach genau, da war ja noch was. Ich schicke Dumster nach Akala, um dort Land zu erschließen. Eines Traumas Tagebuch öffnen. Also, von Landa. Für 3000 Rubine hast du ein Haus in Hattenow gekauft. Da es noch völlig leer steht, hat Landa als Bonus eine Waffenhaltung aufgehängt. Die Inneneinrichtung ist allerdings immer noch ziemlich übersichtlich. Wenn du mit Landa sprichst, könnte er dir dabei helfen. Hallo? Ich habe Dumster gebeten, in Ackerland zu erschließen. Erschließen? Fragezeichen? Tja. Das Geschäft muss expandieren und all sowas. Ich werde ihn wohl bald losschicken. Du solltest nochmal mit Dumster reden, bevor er aufbricht. Denk mal, du bist Dumster? Ja. Was machst du? Pause. Übrigens, hast du das Haus gekauft? Ja. Beeindruckend, in deinem Alter. Nichts Besonderes. Also dann, was? Ich gehe bald von dir weg. Warum? Beruflich. Beruflich? Du hast vielleicht schon davon gehört, das Bauunternehmen Yolanda plant zu expandieren. Nicht schlecht. Nichts Besonderes. Wo geht's hin? Das Dorf der Zora. Zoras liegt im Norden von hier und noch weiter nördlich davon befindet sich Akala. Weit weg. Ja. Schon. Dann viel Erfolg. Danke. Tja, da muss ich wohl langsam los. Wenn du Lust hast, schau doch mal in Akala vorbei. Bis dann, mach's gut. Auf Expansionskurs ist eine Nebenaufgabe. Hallo. Sieht aus, als wäre fertig fürs Erste. Dann kann man sich schon mal auf die Schulter klopfen, was? Ich habe da so ein Gefühl, du siehst mir aus, als hättest du noch lange nicht genug. Haha, du musst gar nichts weiter sagen. Du hast gerade mal ein Haus gekauft, aber es ist leer. Tja, ich sehe es in deinen Augen. Erinnerst mich an mich, als ich noch jünger war. Ich sag dir was, 5000 Rubine kümmere ich mich um Möbel, die Außengestaltung, das ganze Paket. Und weißt du was? Weil du's bist, fange ich schon für 100 Rubine an. Den Rest kannst du später bei mir zahlen. So, dein eigenes Traumhaus, anderer Eintrag. Also, Landa hat dir angeboten, die Möbel zu verkaufen. Mehr noch, er würde außerdem auch am Äußeren deines Hauses arbeiten. Arbeiten. Richte das Haus nach deinen Wünschen mit Möbeln ein und lasse Landa an der Fassade arbeiten. Nächste Nebenmission, eine zur nächsten. Ich könnte noch eine andere Nebenmission annehmen. Diese wäre aber ein bisschen länger. Da müsste ich nochmal ganz kurz nachgucken, wie die funktioniert. Ich weiß nicht, sollen wir ein bisschen auf Nebenmissionen nachgehen? Also, das ist Akala hier. Das ist die Akala-Ebene, die wir uns als nächstes dann claimen möchten. Und ungefähr hier ist Dumster jetzt. Ungefähr hier. Übrigens sind das die Tingle Islands. Also Tingler, Jingler, Swingler und Davi. Das sind Anspielungen an die Tingle-Brüder von Wind Waker. Und übrigens ist mir aufgefallen hier, wo war der Gongolberg? Wo war der Gongolberg? Ich glaube, ich habe richtig Kopfschmerzen. Gongolberg. Ich habe nach Gongol gefragt, nicht nach Nefla-Hochland. Hier war doch Panoraberg, Merbau-Hochland. Präludia-Fluss, Anspielung auf Präludien. Der Navi-See, Anspielung auf Navi. Morgo, weiß ich gerade nicht. Westler, Saus, Dehes, Molude, Merning, Bohnen, Schreininsel. Haben wir auch schon. Gongolberg, hier. Der ist eine Anspielung aus meiner Sicht jetzt. Ich muss nochmal nachgucken. Eine Anspielung auf Minish Cap. Da gab es nämlich, glaube ich, auch den Gongolberg, wo Goronia war.
Der Zeloteich, also es gibt hier einige Anspielungen, die sind halt einfach nur, das sind nur Hommage an die eigentlichen anderen Spiele. Der Rutoberg beispielsweise oder die Rutoklippen. Alles Anspielung auf Prinzessin Ruto oder der Rutosee auch. Alisteich. Ebenfalls Anspielung auf, ich weiß nicht wen, Pfarrerswald. Wir können uns mal eine externe Folge später irgendwann mal rauskramen. Was das rauskramen, raussuchen, wo ich nur über Easter Eggs spreche mit euch. Dann habe ich nämlich auch noch mal, da habe ich nämlich auch noch so ein bisschen Bock. Des Weiteren, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch nicht weiter auf Nebenmissionen. Wir wenden uns jetzt an den Moa Kishito Schrein. Unser erster Schrein in der ganzen Aufnahmesession, den ich jetzt als nächstes mit euch vorhabe. Einfach aus dem Grund, da wir auch weitermachen müssen mit unserer 40 Zeichen der Bewährung. Davon haben wir jetzt noch 16, davon haben wir jetzt noch 16 vor uns. Das heißt, wir müssen noch 4x4 Schreine machen. Kriegen wir hin, oder? Ich glaube da an uns. Und nochmal auf das Cutten zurückzukommen und so weiter. Ich könnte halt auch sagen, ich mache jetzt hier 15 Minuten Pause. Also 15, 30, 45, 15, 30, 45, 60. Das heißt, da habe ich schon mal vier Parts jetzt, aber das mache ich nicht. Auf den nächsten Turm, auf den ich mich überhaupt stürzen möchte, ist nicht der da. Das ist der Turm vom Todesberg. Also von der, ich weiß nicht mehr, wie die Gegend hieß. Sondern der Akala-Turm. Warum der Akala-Turm? Einfach nur, damit wir Akala-Mart beschlossen haben. Übrigens erinnert mich diese Ansicht gerade richtig hart an Skyward Sword. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, dass Skyward Sword eigentlich, also das Spiel nur entstanden ist, dieses Spiel nur entstanden ist, weil Skyward Sword so unentdeckbar war. Um darauf nochmal zurückzukommen, das war so, Skyward Sword hat halt nur jeweils die drei Ebenen gehabt. Ich glaube, drei Gegenden, einmal Wald, einmal Wüste und einmal der Todesberg, der jetzige. Und da haben sich dann, oh Gott, die Kugel öffnet den Weg. Wie war denn das dann? Einfach nee. Oh shit. Okay, ciao. Ich bin jetzt eh tot. Warum lädst du noch Spiel? Nee. Alter. Eiche, Eiche, Eiche. So, haben wir noch irgendwas? Und noch ein paar Pilze. Dann muss ich mal eben kurz Stasis rauskramen. So, dann kommen wir wenigstens hier schon mal hin. Magnesis könnten wir hier auch anwenden, um den Ball da aufzuhalten. Warum? Okay, jetzt bin ich tot. Habe ich verdient. Um auf den Schütz. Also, habe ich ja schon erzählt. Ich drehe mich wieder im Kreis. Wovon jetzt erstmal kein Let's Play kommen wird, um jetzt wieder auf die ganze Let's Play-Geschichte hinzukommen. Ich rede euch wieder in Konkurrenz auf, wie man merkt. Und mal wieder als Hashtag in die Kommentare schreiben. Ich habe voll die gute Idee. Wenn ihr irgendwelche, ich sage jetzt mal, wissenswerte Sachen haben wollt, die ich in den Videos ansprechen möchte, einfach schreiben Content ans Ohr, dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Oh. So, was ist denn hier davon? Ein Ritterschwert. Dafür ist kein Platz. Markiere ich mir auch gleich wieder. Warte mal, Magnesis haben wir ja auch jetzt hier. Habe ich eine Idee. Man kommt ja nicht gerade super daran vorbei. Ja.
Schau hier Steine. So, haben wir das auch schon mal gelöst. Ich habe mir das auch ein bisschen schwieriger vorgestellt als gedacht. Ja. Ich glaube, das haben wir uns trotzdem verdient. Das Ganze ist jetzt sagt, ich glaube, jedes Mal. Egal. Du hast meine Prüfung gemeistert und zwar bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Zeichen der Bewährung, ein Zeichen, das einem Helden für das Bestehen einer Herausforderung verliehen wird. Hiermit ist mein Dienst erfüllt, möge die Göttin Hylia dir beistehen. Übrigens, Handnotiz, dieses Din, Dülüdün.